Hallöchen, hier ist wieder euer Talk und ich begrüße wieder zurück zu einer neuen Folge Minecraft. Genau, und wir sind hier wieder bei den Sims gelandet und heute geht's weiter bei unserer Westernwelt. Ja, und ich habe mir gedacht, wir bauen heute Westdubnas aus der, ja, würde ich mal sagen, so ein kleiner Mix aus Spiele-App und Folge der Simpsons. Die blende ich dir auch nochmal ein. Ist ein kleines Restaurant. Ich weiß nicht, also in Wahrheit steht es ja gar nicht so richtig bei einer Westernstadt, aber ich finde halt in diesem Design und alles, auch wie der Werbeslogan war in der Folge, passt das alles doch relativ gut rein bei uns. Aber bevor wir zum Thema Westdubnas kommen, müssen wir uns einmal noch unsere Küche angucken. Die ist jetzt fertig eingerichtet und da würde ich sagen, gehen wir auch gleich einmal rein. Aha, wollen wir mal ein bisschen bieten gehen, aber wer hier reinkommt, wird ein bisschen enttäuscht werden, denn irgendwie, ich wollte hier erst eine Küche reinbauen, ohne Witz, ich wollte hier echt eine Küche vorher reinbauen, aber dann hatte ich doch so ein bisschen eine andere Idee, und zwar wollte ich hier irgendwie dann doch eine mexikanische kleine Kneipe reinbauen, ich weiß nicht warum, aber ich wollte einfach eine kleine Kneipe reinbauen, aber ich habe jedenfalls so einen kleinen Jesus hier an die Wand gezimmert, oder in Minecraft wäre es halt ein kleiner Steve, zimmern wir einfach mal an der Wand, und dann kann man ja sagen, so ein bisschen Glaube ist ja da, vielleicht schenkt uns einer auch ein Glas hier gleich mal ein, ne? Und dann kann man hier seine Sorgen einfach mit einem schönen Minecraft-Gläschen oder ich glaube, das ist so Kakao oder Kaffee, was das hier sein könnte. Ja, einfach mal hier weggießen und dann kann man sich hier die Kante geben. Ja, jedenfalls hier noch schönes Regal mit Fässern und alles. Ne, da können wir uns hier immer was abzapfen. Ja, einfach mal ein bisschen in die Kneipe. Aber die ist schon ein bisschen runtergekommen. Man sieht hier schon überall, die Decke fällt schon runter. In den Wänden sind schon kleine Löcher drin. Also die hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel, die Kneipe hier. Aber das macht ja nichts, ne? Hier draußen habe ich noch eine zweite Tür mal hingebaut. Ich dachte, das passt irgendwie perfekt, damit sich hier noch einen zweiten Eingang hinzimmer. Kann man hier noch ein paar Fässer lagern oder sowas, ne? Und das ist halt jetzt meine Küche, ne? Also wenn ich da hingehe, dann trinke ich meine Sorgen immer weg. Aber ich habe hier jedenfalls draußen auch noch so ein bisschen das Rad der Zeit ein bisschen dargestellt. Immer so ein bisschen die Fassade kaputt gemacht hier, ne? Immer so ein bisschen was reingezimmert hier an den Seiten. Man kann auch ruhig immer neben dem Fenster auch immer so ein bisschen was machen. Naja, da muss man dann selber ein bisschen gucken. Hier in der Decke habe ich auch ein bisschen gemacht, nee, damit das hier nicht so ganz kahl ist und hier halt ein bisschen, ja, was fürs Auge kommt. So, dann würde ich sagen, bauen wir mal Westdubnas. Hier hinten habe ich mir das so Ganze gedacht. Wir bauen jetzt hier langsam die andere Seite unserer Westernstadt, damit das hier langsam jetzt voll wird. Ich habe mir ja schon ein bisschen was rausgesucht. Wir bauen ja noch eine Stelle und sowas alles, nee, was denn hier so ein bisschen den Platz füllt. Und dann ist ja die Westernstadt ja auch bald fertig. Ja, gut, dann würde ich sagen, gehen wir an die Kiste ran und holen uns mal unser Blockmodell raus. So, für den Start unserer Westdubnas-Hütte brauchen wir, würde ich mal sagen, Tropenholzblöcke, davon die Treppen. Dann holen wir uns noch kurz Fichtenholzstufen raus, denn Tropenholzstufen. Und dann holen wir uns für die Tür, denke ich mal, eine Schwarzeichentür sollte passen. Dann holen wir uns noch davon die Stufen raus, dann holen wir uns roten Beton raus und Fichtenzaun und davon nochmal das Zauntor. Ja, wenn wir dann erstmal soweit sind, würde ich sagen, legen wir los erstmal mit den Tropenholzblöcken und suchen uns erstmal eine freie Fläche. Ja, ich habe hier genug Platz, also setze ich mir erstmal einen Block hin. Achte vielleicht darauf, dass du vorne mitberechnest, dass wir noch drei weitere Reihen noch vorne ranzimmern, ne? Für die vordere Terrasse, kann man sagen. Jo, gut, dann würde ich sagen, ziehen wir uns erstmal die Vorderfront. Wir machen erstmal hoch. Also, wir setzen jetzt erstmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, 7 Blöcke erstmal hochgesetzt. Das können wir gleich mal hochziehen. Und dann machen wir jetzt gleich mal die Vorderfront. Dabei nehmen wir uns mal kurz unsere Treppen zur Hand und setzen 1, 2, 3, 4. Ja, ich würde mal sagen 4 Treppen. Darauf machen wir nochmal eine umgedrehte Version davon. Dann nehmen wir nochmal kurz unsere Tropenholzblöcke und können hier insgesamt 4 Blöcke einmal raufsetzen. Auf der anderen Seite machen wir es auch nochmal. Dabei lassen wir, würde ich mal sagen, 2 Blöcke Platz. Da können wir eigentlich gleich mal Schwarzeichenholzblöcke hinsetzen. Ja gut, wir haben jetzt Stufen, aber da kann man ruhig mal Blöcke rausmachen. So, und auf der anderen Seite dann hier machen wir auch nochmal 4 weitere Blöcke hin. Und ganz oben machen wir einfach mal umgedrehte Treppen. So, dann geht es jetzt hier weiter. Hier setzen wir wieder Treppen hin, aber diesmal müssen wir aufpassen, dass die Treppen mit der Rückseite nach außen gesetzt werden. Ne? So wie auf der anderen Seite, hatten wir jetzt ja auch so gemacht. Hier setzen wir dann auch nochmal 1, 2, 3 und 4 weitere Treppen hin. Dann setzen wir hier da wieder einen Block hin. Das Ganze machen wir auf einer 7er Höhe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Super. Und dann können wir hier eigentlich auf den Treppen auch wieder umgedrehte platzieren. Ups, nicht so, sondern ha, ohne hier alles wieder kaputt zu machen. So genau. Wenn wir dann so ein bisschen die Vorderseite haben, können wir jetzt mal uns auf die Seiten begeben. Hier würde ich sagen, erstmal wieder Treppenwand und dann setzen wir erstmal
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 weitere Treppen hinten hin. Und dann ganz hinten machen wir einfach zwei Blöcke. So, darauf können wir jetzt auch wieder hier 9 weitere Treppen einfach umgedreht platzieren. Zack, wunderbar. Sobald wir das jetzt auf der Seite haben, machen wir es auch nochmal auf der anderen Seite. Wir setzen jetzt einfach hier an der Seite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 weitere Treppen hin. Jetzt nehmen wir unsere Blöcke wieder zur Seite, mache ich erstmal zwei hin. Und dann machen wir hier noch so eine kleine Tür hin. Ich würde sagen, wir lassen einfach hier hinten auf der Seite eine Treppe so, wie sie ist und schlagen dann hier einfach mal drei Blöcke weg. Und dann machen wir hier auch, würde ich mal sagen, machen wir einfach mal drei Blöcke hin und ganz oben eine umgedrehte Treppe. Und dann können wir jetzt eigentlich auch mit den Treppen erstmal bleiben und hier überall die Treppen umgedreht drauf platzieren. Super. So, dann kommen wir jetzt auf die Rückseite. Hier müssen wir auch nochmal ein paar Treppen lang ziehen. Wir fangen einfach an den Seiten an und setzen hier einfach mal ein paar Treppen hin. So ein bisschen Augenmaß machen wir auf der anderen Seite auch nochmal. Zack, zack, zack. Super. So, dann kommen wir hier irgendwann mal zu einer Mitte. Zu einer Mitte, Mitte, Mitte. Jo, dann machen wir einfach, würde ich mal sagen, ja, so, dass die sich halt angucken, so bei der Mitte, dass wir hier sind, dass die Treppen sich angucken. Können wir so ein bisschen überprüfen hier mit der vorderen Tür. Wenn das dann so passt, können wir darauf dann auch umgedrehte Treppen platzieren. Zack, wunderbar. Machen wir auf der anderen Seite auch nochmal mit. So, und dann haben wir hinten die Seite miteinander verbunden. Was jetzt folgt, ist natürlich erstmal der rote Beton. Jetzt können wir die Seiten erstmal komplett aushöhlen. Einfach mit rotem Beton bis hier auf einer 7er Höhe können wir das ziehen. Und dann hier die Vorderseite, ja, die Seiten an sich und die Rückseite damit zuziehen. Haben wir denn die Seiten mit unseren roten Beton zugezogen, können wir einmal nochmal kurz unsere Tropenholzstufen schnappen und einfach mal an die Seite fliegen unserer Hütte. Und dann platzieren wir oben an den Seiten erstmal Stufen rauf und auf der Rückseite machen wir, würde ich mal sagen, unten am Block einfach oben eine Stufe ran und gleich darauf machen wir noch eine weitere Stufe. Dass wir das hinten so ein bisschen hier so ein bisschen, wie, als ob wir das so ein bisschen raufstecken. Ne? Das gleiche Spiel macht man dann auch nochmal natürlich auf der Vorderseite und dann sieht man halt, als ob wir das so richtig raufgesteckt haben. Wenn man das dann auch nochmal auf der anderen Seite gemacht haben, sind wir damit dann auch so gut wie fertig. Wir nehmen uns nochmal kurz unseren roten Beton und können jetzt einfach mal hier die Decke zuziehen. Du kannst dir das im Nachhinein natürlich auch noch anders oder kannst es dir auch gerne anders machen, aber ich glaube, wenn ich jetzt hier meine Decke platziere, wird man innen drin davon sowieso nichts sehen. Da wird man sich bestimmt noch eine zweite Deckenschicht ziehen, also von daher. Aber keine Angst, wir lassen natürlich das Dach nicht so einfach so rot am Ende. Denn da machen wir ja noch an sich den Teppich später rauf, also man sieht das sowieso nicht. Ja, weiter geht's dann, würde ich mal sagen, auf der Vorderseite. Wir nehmen erstmal das ganze Zaunzeug, was wir haben, damit das erstmal weg ist. Wir fliegen einfach auf der Vorderseite an die Seiten hin. Wir hatten ja, sage ich mal, jetzt hier sieht man ja so einen Block, zweiten Block und dann geht's ja hier so weiter. Ab den zweiten aber setzen wir, ich würde jetzt sagen, einfach mal ein Zauntor ran und ganz vorne einfach ein Zaun. Das wird später die Halterung werden für unser Vordach. So können wir auf der anderen Seite auch nochmal machen. Einfach jetzt hier, würde ich sagen, beim ersten hier, zack, setze ich mir einfach mal zwei Zäune hin, damit ich mir dann hier mein Zauntor und ein Zaun vorne dran platzieren kann. Also ab dem zweiten Block hier setzen wir einmal so eine kleine Halterung. Wenn wir das dann haben, geht es weiter jetzt mit unserer kleinen Terrasse vorne. Dann nehmen wir uns einfach mal, würde ich mal sagen, Fichtenholzstufen zur Hand und können einfach vorne, würde ich mal sagen, jetzt erstmal so eine Zweierreihe platzieren. Zack, ziehen wir uns einfach mal hier schnell lang. So, und dann lasse ich mir einfach mal, man sieht es ja schon gut, ich habe es nämlich schon vormarkiert, einfach an den Seiten jetzt einen frei und dann setze ich mir so zwei hin, einen freilassen, zack, bis zur anderen Seite und hier eigentlich genau das gleiche Spiel. Na, man könnte auch eigentlich nicht gleich zuziehen, aber ich habe mir das ja schon markiert, von daher setze ich mir jetzt hier einfach mal jeweils immer einen Block hin, wo ich das jetzt freigelassen habe und darauf platziere ich mir dann einfach jetzt noch ein paar Stufen hin an den Seiten. So, so ein kleines Geländer kann man sich ja hier mal machen. Und dann lasse ich es hier vorne einfach mal, würde ich mal sagen, dass ich das hier zwei überstehen oder nicht. Ja, mal kurz gucken. Ich lasse nur einen überstehen. Dann würde ich sagen, machen wir auch gleich noch ein paar Fenster rein. Wir nehmen unsere Fichtenholzstufen zur Hand und fliegen an der Seite vorne einfach mal neben unserer Tür hin. Ich würde mal sagen, wir schlagen jetzt hier einfach so ein Vierer-Fenster rein und dann oben und unten mache ich dann einfach noch ein paar Stufen hin. Auf der anderen Seite noch das gleiche Spiel, einfach mal hier so ein bisschen was freihauen und dann hier einfach die Stufen hinsetzen. Das letzte, was noch übrig ist, sind natürlich unsere Türen. Die müssen wir natürlich noch einmal hier reinsetzen, einfach so nach innen gerichtet. Und dann nicht vergessen, hier hinten auf der Rückseite müssen wir es auch noch einmal machen.
Ja, dann können wir erstmal das Blockmaterial wegtun und wieder an unsere Kiste reingehen und holen uns hier mal die zweite Reihe raus. So, zum Weiterbauen holen wir uns dann einfach mal gesagt Fichtenholzblöcke, denn die Stufe davon und die Treppe davon, wie natürlich die Falte, dürfen wir nicht vergessen. Dann holen wir uns noch Quarztreppen und Stufen raus, dann würde ich sagen graue Keramik, die passt relativ gut, die nehmen wir mal. Dann holen wir uns noch ein Schild raus und dann einfach mal grauen Teppich. Haben wir alles zusammen, würde ich sagen, legen wir gleich mal los. Wir bleiben auch gleich beim Teppich, denn den können wir oben einmal drauf platzieren, dass das, sage ich mal, das rote Dach hier verschwindet oder was auch immer du dir hier gemacht hast. So, wenn wir das Dach dann fertig haben, würde ich mal sagen, geht's weiter vorne mit unserem Schild, dass wir auch den Namen so langsam drauf erkennen können. Ja, da würde ich mal sagen, fliegen wir auf diese vordere Seite hin und das an einer Seite, würde ich mal sagen, richten wir uns so ein bisschen vom Beton aus. Einfach 1, 2, 3 Betonblöcke lassen wir an seinen Platz. Das machen wir auf der anderen Seite auch nochmal gucken. 3 Blöcke, hier haben wir hier auch Platz. Super. Dann können wir hier erstmal diese Stufenschicht hier oben einmal wegschlagen, damit wir ein bisschen Platz haben. Dann können wir jetzt hier die Blöcke noch um 2 weitere erweitern. So, wunderbar. Dann würde ich sagen, verbinden wir das Ganze erstmal hier mit unserer grauen Keramik, dass hier erstmal alles zugemacht wird. Und dann können wir jetzt einmal kurz auf unsere Fichtenholztreppen zugreifen und hier auf der Vorderseite einfach mal unten normale Treppen und oben einfach mal ordentliche Treppen hinmachen. Die Verbindung hier zwischen machen wir einfach nochmal hier mit einer Falltür. Dann nehmen wir unsere Stufen mal zur Hand und platzieren hier einfach unten mal ein paar Stufen hin. Zack, wunderbar, machen wir auf der anderen Seite auch nochmal. So, wenn wir das dann jetzt erstmal hier haben, machen wir auch oben nochmal. Aber aufgepasst, hier oben machen wir, würde ich mal sagen, die Stufen genau auf der Treppe hin, damit wir hier ein bisschen mehr Platz haben auf dem Schild. So an den Seiten, jeweils einen überstehen lassen. Super. Ups, natürlich nicht runterfallen, sondern wir fliegen dann nochmal hier auf die Rückseite hin und platzieren hier einfach mal noch ein paar Falltüren, würde ich mal sagen, um das Ganze hier ein bisschen zu verstärken und das Ganze hier auch zu befestigen. Wenn wir das dann haben, können wir jetzt hier oben, würde ich mal sagen, die Mitte mal ein bisschen raus und dann machen wir noch so einen kleinen Schädel hin von irgendwie so ein Stier. Machen wir mal oben hin, einfach mal mit zwei umgedrehten Quarztreppen. Darauf machen wir dann einfach noch ein paar Stufen hin. Und an den Seiten platzieren wir dann auch einfach mal eine normale Treppe. So für das Horn, ne? Auf der anderen Seite machen wir es auch nochmal. Super. So, dann kann man sich die Schilder schnappen. Und ich weiß ja nicht, ob du fleißig sein möchtest oder nicht. Jedenfalls kannst du denn hier gerne denn auch die Schrift draufschreiben, was denn da draufsteht. Das werde ich gleich im Nachhinein machen. Dann gucken wir uns das Ganze mal an. Ja, aber ansonsten haben wir erstmal das ganze Blockmaterial wieder weggehauen. Obwohl, warte, hier fehlt noch was. Zack, müssen wir ja überstehen lassen. Ja, dann haben wir erstmal hier auch die Schrift fertig. So, dann glaube ich, wird es wieder Zeit für ein neues Blockmaterial. Gehen wir einfach mal in die Kiste ran und holen uns hier die letzte Reihe raus. So, einen guten Schluss holen wir uns einfach mal noch, würde ich mal sagen, Ziegelstufen, Niederziegelstufen, denn Steinstufen raus. Dann holen wir uns Bruchsteinmauer raus. Denn, würde ich sagen, für unsere Fenster, ich nehme jetzt türkises Glas, kannst du gerne was anderes nehmen. Dann holen wir uns noch Steinziegeltreppen raus, Fichtenholzblöcke und Treppen, die kennen wir ja schon so ein bisschen, ne? Also die holen wir uns auch nochmal raus. Wenn wir denn das Ganze erstmal zusammen haben, geht's los, würde ich sagen. Und zwar erstmal verballern wir die Ziegelstufen und Stufen. Die machen wir jetzt hier einfach mal so als kleines Vordach hin. Einfach jetzt hier vorne auf den Zaun können wir einmachen und dann so schräg dahinter ein. Das Ganze können wir dann hier einmal bis zur anderen Seite ziehen. Zack, hier vorne machen wir auch nochmal zu. Ups, so, einfach zumachen. Und dann kannst du dir gerne, also du kannst jetzt gerne so lassen, oder du machst dir das Dach auch so ein bisschen, ja, dass es schon ein bisschen älter ist, so ein bisschen bröde. Kannst hier so ein bisschen was austauschen durch die Stufen. Musst du nicht, kannst du gerne machen. Ich finde es nicht schlecht, wenn man das macht. Dann hebt sich das Ganze noch ein bisschen hervor, finde ich. So, wir müssen ja nicht übertreiben. Und dann mache ich noch einen hier hin. Ja, also einfach nicht so ein bisschen übertreiben. Ja, wenn wir das dann erstmal haben, würde ich sagen, gehen wir aufs Dach und machen hier noch so einen kleinen Schornstein hin. Dann ist es auch wirklich fertig, das Dach. Wir fliegen einfach mal wirklich mal hier hinten auf die linke Ecke hin, setzen mir dann einfach die Steinstufe da einfach mal hin und setzen mir noch zwei Mauern rauf und fertig ist dann hier der Schornstein. So, bleibt nur noch das Glas und das andere Material übrig. Und was macht man damit? Damit gehen wir jetzt hier einmal nach innen, denn wir wollen uns das Ganze hier auch so ein bisschen einrichten, habe ich mir gedacht. Aha, ja, wir richten uns mal was ein. Ich fange erstmal mit den Fenstern an, dass ich hier erstmal hier das ein bisschen verkleide, ne, mit Glas. Zack, ist das denn hier auch erstmal fertig. Und dann machen wir erstmal, wenn wir uns das Ganze hier so ein bisschen einrichten wollen, die Tür fertig. Da setze ich mir einfach die Blöcke hin. Eigentlich das gleiche Prinzip, wie wir jetzt angefangen haben. Ups, nicht oben hin, da setzen wir ein paar Treppen hin.
So, wie kommt man denn da jetzt zu den Türen hin, ohne dass man, sag ich mal, springen muss? Da setze ich mir einfach mal steinzige Treppen hin. Ich finde, das passt ein bisschen auch zum Boden. Zufolge passt das auch. Das ist jetzt hier, was ist das hier? Türkise Keramik habe ich jetzt einfach mal hier genommen für den Boden. Ne? Ich fand das irgendwie von der Folge am besten. So, jetzt machen wir natürlich noch die Seiten fertig. Die sind natürlich mit vielen Löchern, ne? Die müssen wir natürlich jetzt zumachen. Da machen wir jetzt einfach den Trick. Wir hatten jetzt auf der Außenseite Treppen genommen. Wir machen auf der Innenseite genau das gleiche Spiel, so dass halt die Treppen die Lücken, sag ich mal, füllen. Ne? Und dann, sag ich mal, die Treppen halt hier die Lücken auffüllen. Dann haben wir ein schönes Muster drin. Das können wir hier einfach mal so ein bisschen machen. Zack, aber aufgepasst, hier an den Ecken, da können wir das nicht machen. Da müssen wir dann einfach einen Block hinsetzen, damit das hier einfach zu ist. Und dann können wir hier weitermachen. Jetzt gucken wir mal, wie machen wir das hier am besten zu. Wir machen das so zu, dass wir hier die Treppen jetzt so uns platzieren, ne? Dass immer halt die Löcher halt gestopft werden. So, da können wir ja auch erstmal zumachen. Ups, hier ist ein bisschen knifflig an der Ecke. Na, muss ich dabei fliegen? Und so. Genau, so weit, dass das immer zu ist. Und dann kommen wir hier natürlich auch später irgendwann zur Tür hin. Hier können wir dann das gleiche Prinzip machen, wie wir sie schon gebaut haben. Zack. Und dann machen wir hier auch weiter. Aufgepasst, in den Ecken. Das mache ich jetzt erstmal überall. Können wir einfach immer zwei Blöcke hinsetzen, damit das hier erstmal zu ist. Und dann kann man immer gucken, wie passt das, wie muss ich das hier mir platzieren, die Treppen, damit halt diese Löcher zu sind. Und dann können wir das hier erstmal an der Seite alles zuziehen damit. So, und das ist jetzt hier schon so ein bisschen die Inneneinrichtung, kann man sagen. Den Rest mache ich jetzt. Da gucke ich nochmal hier zur Folge und das 1:1 halt hier anzupassen. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Die Schrift oben setze ich auch noch an und dann gucken wir uns das gleich mal an. Ja, dann wollen wir uns mal hier Westbutans angucken. Erstmal geht es ja an die Schrift. Ich habe die auch gleich ein bisschen gefärbt, weil sie beim Original auch weiß dran ist. Wenn man sich jetzt fragen sollte, na, wie geht das wieder in Minecraft, blende ich dir einmal kurz ein. Du musst einfach nur das Paragraphenzeichen machen und eine 7 und schon hast du die weiße Schrift und dann kannst du dir das hier gerne so hinschreiben, wenn du möchtest. Ja, ansonsten habe ich draußen nichts mehr verändert, aber innen drin so ein bisschen natürlich zur Folge angepasst. Du kannst gern auch immer überprüfen. Ich blende dir nochmal den Namen der Folge ein. Kannst dir angucken, gucken, ob das so ein bisschen passt. Ja, dann wollen wir uns das Ganze mal einmal angucken hier. Zack. Ich sag mal, wir spielen hier so ein bisschen vor der Zeit, vor der Folge. Also, Tingeltangelbob wollte das hier erst noch alles machen. Na, also, man sieht hier schon, er stellt hier gerade die Stühle auf und er hat schon den Laptop da und natürlich das ganze TNT. Ne, mal gucken, ob der das auch schafft, die Simpsons damit zu vernichten, aber das finden wir halt nur raus, wenn wir die Folge gucken. Ja, relativ simpel halt eingerichtet, ne? Ist aber auch super vorgegeben von der Folge, also hier ist ja wirklich kein Restaurant drin, das ist ja alles eigentlich nur Fake. Ne, und das habe ich dann hier auch so ein bisschen halt gemacht. Ich habe mir nur noch ein bisschen gedacht, ja hier, die Fenster kann man auch verkleiden, in der Folge sah man auch, dass die innen drin zugeschlagen war, also passt das alles hier, auch wenn man sie einfach so ein bisschen halt hier mit Falltüren zumacht. Auf der anderen Seite habe ich mir einfach mal gedacht, hey, graue Keramik fand ich super dafür. Naja, ich habe auch ein paar andere Blöcke noch gesehen, die da gut reinpassten, aber irgendwie fand ich die am besten. Ja, und das ist halt Westdubnas innen drin. Howdy, Freunde. Habt ihr den Familienstreit satt, wenn es um die Wahl des Restaurants geht? Versucht's doch in Westdubnas weltberühmter Familien-Spare-Ribs-Hütte. Der Laden, in dem es für jeden Geschmack etwas gibt. Wir haben Spare-Rib, frische Nudeln mit Texas-Tofu. Und das einfachste Tischmattenlabyrinth in diesem Bundesstaat. Ja, und das ist jetzt Westdubnas. Wir haben es fertig. Heißt es wieder, was bauen wir als nächstes? Muss ich mal gucken. Ich bin jetzt hier auch wieder ein bisschen aktiver. Ich war ja so kleine, ja, so ein, zwei Wochen war ich ja nicht da. War nicht so ganz geplant, aber ja, jetzt bin ich wieder da. Hatte ein bisschen was zu erledigen, aber na gut. Muss auch manchmal sein. Ja, gut, dann würde ich sagen, stelle ich mich hier vorne safety hin und dann würde ich sagen, hören wir uns oder sehen uns zur nächsten Folge wieder. Also, haust rein und tschüss.